Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Dieses Mal habe ich ein Unboxing, denn ich habe mir heute im GameStop eine dieser Black Friday Mystery Boxen von Funko geholt, nämlich die Marvel. Und ich halte sie natürlich falsch rum, so rum. Die Marvel Box. Und die Box sieht schon super, super schön aus. Ihr seht ja, wie schön die auch glänzt. Da seht ihr GameStop. Und da ist das Funko-Logo. Hier unten steht auch drauf, dass es die Mystery-Box ist. Ich habe das erste Mal so eine, deswegen bin ich schon mal gespannt, was drin ist. Ich weiß ja schon, was drin sein könnte, aber ich weiß jetzt nicht, was hier drin ist. Oh mein Gott. Okay, ich zeige euch alles einzeln. Ich kann euch aber sagen, es ist gut. Der Gamer Groot. Es ist einmal hier so ein Sticker drin. Von Groot. Dann befindet sich im Paket noch so ein Pin, um den halt entweder an die Tasche zu hängen oder halt an die Jacke, Pulli, wo auch immer man möchte. Der glitzert halt auch so ein bisschen. Super, super cool. Der sieht auch mega geil aus. Dann ist in der Box ein Schlüsselanhänger drin. Bei mir ist hier irgendwie die Pappe geht hier auf. Aber ein Schlüsselanhänger ist drin. Ich habe diesen Groot drin. Ich hole den mal raus, weil ich sehe gerade, das spiegelt so durch das Licht. So. Also, diesen Groot-Schlüsselanhänger habe ich. Oh. Gott, der sieht auch mega geil aus. Der sieht richtig cool aus. Seht ihr den überhaupt richtig? Ich werde definitiv auch ein Foto von der Box auf Instagram hochladen, falls man jetzt irgendwas nicht hundertprozentig erkennen sollte. Und in der Box ist jetzt nur noch ein Teil drin. Und ich bin so happy. Man sieht die ganze Zeit die Box hier drüben. Auch nicht schlimm. Oh Gott. Ich habe den Chase Groot. Den Chase Gamer Groot. Wie cool. Da muss Scar auch gleich gucken kommen. Ich hole den jetzt einmal aus der Packung raus und danach nie wieder. Denn Chase bleiben bei mir in den Verpackungen drin. Und das ist auch erst mein zweiter Chase Funko. Gott, wie cool der aussieht. Guckt euch das mal an. Natürlich wieder ein Bubblehead. Wie alle, glaube alle Marvel Funko Pops haben so ein Bubblehead. Oh Gott, aber guckt ihn euch mal an. Allein hier mit dem Headset. Und dann hat der ja hier vorne so einen Controller in der Hand. Ich drehe ihn jetzt mal langsam rum. Denn das Headset geht nämlich hier hinten lang. Oh Gott, sieht der cool aus. Ich hätte mich auch über den anderen gefreut. Aber der Chase ist natürlich was ganz Besonderes und der sieht auch mega nice aus. Wackel, wackel. So. Ja, also das ist die Box. Die Marvel Black Friday Mystery Box. Ich muss sagen, die Box ist ihre 19,99 Euro wert. Wenn man natürlich das drin hat, wofür man sich halt interessiert. Ich frage nicht, was er da hinten gerade macht, aber ich glaube, er hat gerade seine albernen 5 Minuten. Ja, also 1999, wenn man halt das drin hat, was einem gefällt, definitiv halt gut angelegt. Denn man hat für das Geld echt gut was in der Box drin. In Amerika hatten die noch so einen Pets-Spender drin, aber schade, dass es die halt noch nicht in Deutschland gibt. Ich hoffe, dass die vielleicht irgendwann mal rüberschwappen. Aber ich denke wohl eher nicht. Aber auch nicht schlimm. Also wie gesagt, meine erste Box. Letztes Jahr habe ich versucht, eine zu bekommen. Da waren die bei uns im GameStop nicht erhältlich. Aber meiner hat jetzt noch ein paar. Ich habe die Box nämlich gestern vorbestellt, weil ich Angst hatte, dass die alle weg sind. Und die hatten aber wohl noch genug. Ja, also das ist meine Marvel Mystery Box. Ich bin mega happy damit. Ich hoffe definitiv, das Video hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.